dass dieses Verfahren auch funktioniert, wenn ich noch andere Variablen, also anders geartete Buchstaben da drin habe, also Y oder Y Quadrat oder so weiter. Gar kein Problem. Ich rate nur, das so zu ordnen. Erstens der Höhe nach, also dem Grad nach, der Potenz nach und natürlich auch den Buchstaben nach. Und zwar, wenn ich mit x anfange, fange ich hier mit der höchsten, dann mit der nächsten kleineren Potenz an und so weiter. Und natürlich hier genauso geordnet. Und der Potenzgrad des folgenden Buchstabens, den am besten aufsteigend dann ordnen. So, machen wir das mal ganz kurz. Ich fange mal ganz klassisch an. Also x mal diesen Term, sage ich schon, hier ist ein positives, hier ist ein negatives Vorzeichen. Also fange ich schon mal mit meinem Minus an, damit ich das dann nicht vergesse. Also x mal x ist x Quadrat mal y Quadrat. Ne? Mal nichts weiter, hier steht mal 1, also bleibt das so. So, dann das mal das ist positiv, ich kann es schon ein Plus hinschreiben. X mal diesen Term ist 2x hoch 3, y. Immer schön Platz lassen, damit man dann auch schön ordnen kann. Und x mal x hoch 3 ist x hoch 4. Jetzt kommt der nächste. Man könnte das natürlich auch andersrum machen, aber dann hätte ich hier drei Zeilen stehen. So komme ich mit zwei Teilen aus. Das machen wir auch in der klassischen Multiplikation so. So, Minus mal Minus ist Plus. Also schreibe ich schon mal Plus hier drunter. Und ich mache genauso hier weiter, ne, an der Stelle hier. So, x, also erstmal das ist 3 mal x mal y hoch 3. Müsste einsehbar sein. Jetzt kommt Minus mal Plus ist Minus. Ich schreibe also 3 mal 2 ist 6 mal x Quadrat. Y mal y ist y Quadrat. Jetzt kommt der letzte Term hier vorne. Minus mal Plus ist Minus. Immer das Vorzeichen zuerst, dann kann man nichts vergessen. Und jetzt 3 mal diesen ganzen Kram, dann hätte ich eben 3 mal x hoch 3 y. Ne? Müsste einsehbar sein. So, jetzt bin ich fertig, mache einen Strich drunter, wie bei uns in der klassischen Multiplikation. Jetzt zähle ich den Kram zusammen, hier steht nichts, also steht hier plus 3xy hoch 3. Das zusammen sind, Achtung, beachten, dass auch die x und y's entsprechend die richtige Potenz haben, haben sie. Also kann ich sagen, das sind 7 x Quadrat y Quadrat. Das zusammen ist bloß noch minus 1. Also die 1 schenke ich mir. Die Potenzen stimmen. X hoch 3 y. Und hier vorne steht x hoch 4. Peng, fertig. Ich hoffe mal, es hilft. Übt das mal einfach. Ach ja, doch, wir können mal Folgendes machen. Und zwar ein Übungsbeispiel. Ich mache mal ganz kurz Pause, schreibe das auf und dann schreibt ihr das ab. Also, jetzt habe ich die Aufgabe abgeschrieben. Ich habe es extra mal verkehrt rum hingeschrieben. Übt das auch mal verkehrt rum nicht. Ich werde hier drei Zeilen haben, das schon. Fangt jetzt entweder an mit euren Bögen oder wie auch immer. Oder macht es mal mit dieser Methode. Dann geht es schneller, ne? So auf die Art. Also klassisch multiplizieren, schriftlich multiplizieren, sagt man dazu auch. Ich nehme mal die Ist-Gleichzeichen weg, mache mal einigermaßen geraden Strich drunter. So, jetzt drücke ich die Pause-Taste. Wenn ihr wollt, schreibt die Aufgabe ab und rechnet die selber aus und hinterher vergleicht mal, was rausgekommen ist. Ich drücke die Pause-Taste, drückt ihr auch zu Hause die Pause-Taste und ihr könnt mal so eine Aufgabe üben. Na, habt das auch so? Also, logisch, was ich hier gemacht habe. Aber schaut mal, jetzt sieht man den Nachteil. Jetzt muss ich mir drei Zeilen aufschreiben. Sonst hätte ich zwei Zeilen. Also, wie auch immer. Wenn es euch Spaß macht, hinterlasst einen Daumen. Übt das mal so. Tschüss.